Hallo Herr Forbes und willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Stefan. Und ich bin der Marco. Und ich habe was mitgebracht. Wie toll das aussieht, ich kann es kaum mehr erwarten. Ja, was ist das? Riesig. Naja, es ist wie unschwer zu erkennen, ein Tyrannosaurus Rex. Ich habe ihn nicht gleich erkannt, er hat ja keine Haut an. Ich habe ihn gleich erkannt, weil er keine Haut an hat, weil ich in meiner Kindheit mehrmals im Senckenberg Museum war und als Erwachsener mit meinen Kindern auch nochmal. In meiner Kindheit gab es von dem T-Rex im Frankfurter Senckenberg Museum nur so ein oder zwei Schädel, die hingen da so. Mittlerweile gibt es mehr. Mittlerweile gibt es den komplett. Einmal, also zum einen mit Haut und Knochen, also so als große Statue draußen in diesem Park, da zwischen den beiden Straßen. Ja. Aber auch und drinnen nackig. Aber auch als Skelett, als komplettes Skelett. Und das kommt von der Farbe schon sehr nah. Das ist, also Tan ist für so alte, alte Knochen, beziehungsweise es sind nicht die Originalknochen, sondern nicht die original versteinerten Knochen, Replika. Sondern irgendwie Replikate, ja. Genau, zumindest teilweise ist das ein guter Farbton. Und guck mal in diesen Schädel rein, ja? Kannst da ja so durchgucken. Das ist so beeindruckend, wirklich. Das Maul von dem Tyrannosaurus, ja. Auch die Form davon, das ganze schöne kantige. Richtig. Mega gut. Bei diesen Schädeln im Seckenberg-Museum, das weiß ich noch, da ist das der Innenraum gefüllt, weil der Innenraum quasi ja auch mit Steinen, mit Sandsteinen gefüllt ist, bei dem Fossil selbst, weil das ja vollläuft mit der Zeit und während es versteinert. Aber eigentlich ist das ja so hohl, man kann so durchgucken und wie das hier gebaut ist. Allein als ich diese Schädel gebaut habe, war ich total allein das Maul, also ich kann gut nachvollziehen, gut verstehen, das sieht beeindruckend aus und macht, ja, dieses macht Spaß auf mehr. So. Ja. Hast du ihn am Stück gebaut? Nein, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, immer mal so einen Bauschritt oder zwei. Ich gucke gerade nochmal, wie viele Bauschritte es waren. Ich weiß, der letzte Bauschritt ist nur der Schädel. Sechs Bauschritte. Und der Schädel leider zuletzt. Der Schädel zuletzt, ja, das Beste kommt. Das Beste kommt zum Schluss, das ist fies. Eine schöne Anleitung, zeigt alles genau, das hier finde ich auch toll. Es zeigt halt auch, in welcher Position beispielsweise bei so einer Stange irgendwas eingesetzt werden muss, damit alles passt. Fand ich gut. Ich kann hier natürlich jetzt den Schwanz auch noch so ein bisschen drehen, wenn man das möchte, also dafür ist er... Aber machst du es schon vorsichtig, oder? Stabil genug. Naja, dadurch, dass der hier überall aufsitzt. Ja. Also hinten ist das befestigt. Hier vorne, in der Mitte ist er fest. Und, ne? und da sitzt er quasi nur auf. Also aufliegend, ne? Ja, stimmt. Da liegt er auf und ist so. Es ist aber natürlich, es ist kein Spielzeug. Also wenn ein 6-jähriges Kind mit dem spielen will, fällt er. Dann hast du deine 1700 Teile, die da einzeln in der Wohnung. Ja, 1572 Teile. Es sind so ein paar übrig. Mhm. Die kleinsten halt. Klassischer klar. Steinetrenner mit dabei. Jawohl. Ich glaube, ich habe hier auch einiges noch so ein bisschen falsch. Ja, das ist viel zu weit oben. Das muss eigentlich weiter nach unten, weil das ist ja hier so der. Jetzt hast du ihn gerade dicker gemacht. Jetzt habe ich ihn dicker gemacht, ja. Ja, gut. Das eben war ja noch super slim, ganz dünn und jetzt ist er ein bisschen. Jetzt ist er ein bisschen dicker. Geworden. Das Rückgrat zu bauen ist ein bisschen knifflig gewesen, wo ich es gerade sehe. Es ist auf jeden Fall von den Details optisch sehr gut geworden, was wir da als Lösung gefunden haben, mit Roundplates zu arbeiten, mit den Technik-Connectern, mit den großen Technik-Pins zu arbeiten, um halt die Struktur so hinzubekommen, ist schon sehr gut gelöst. Schwierigkeit dabei war allerdings, jetzt kommt's. Du baust immer so einzelne Wirbel. Ja, oh, ich sehe da erstmal gar nichts. Okay, doch, ja. Einzelne Wirbel und jeder zweite Wirbel hat so eine... Dreier- oder Vierer-Stange, die durchgeht. Ja. Und du verbindest die Wirbel über diese Stangen. Die halten nur an den Stangen fest. Die sind über die Stangen miteinander verbunden. Und weil diese Noppenlöcher hier auch in diese 2x2 runden Fliesen mit Innenloch reinkommen. Durch diese Stangen innen drin ist das gut miteinander verbunden. Ja. Aber du fängst an der einen Seite an, baust immer weiter nach vorne und irgendwann endet das auch wieder. Ja. Und wenn du, da wo du anfängst, die Stangen nicht ganz tief in die, so ganz tief hineinschiebst, so tief es geht, dann bist du beim Weiterbauen,
gucken die Stangen immer relativ weit raus und dann bist du am anderen Ende und das ist dann zu viel. Verstehe. Und dann musst du es nochmal auseinandernehmen und musst, weil du kannst ja nicht, alle wenn du so fünf drücken. Stangen hintereinander hast, von vorne drücken und erwarten, dass du vier oder fünf Stangen auf einmal schiebst. Da kannst mit so viel Klemmkraft, da passiert überhaupt nichts. Also da musst du beim Bauen ein bisschen, es muss möglichst gleich stimmen und dann kannst du das alles nach und nach draufschieben. Das ist dieser ganze Bereich hier, das ist von hier bis hier. Also das komplette Rückgrat. Das komplette Rückgrat ist so zusammengebaut und hält sehr, sehr gut. Ja, ich bin beeindruckt. Das sieht ja so filigran aus, dass ja so viele Teile da dranhängen. Das hat jetzt auch noch einen Transport hinter sich, das Set, und ist trotzdem heil angekommen. Ja, beim Transport muss ich gestehen, damit es auch in eine kleinere Kiste reinpasst, ich habe den Kopf und den Schwanz abgemacht. Okay. Aber so hat's gehalten. Also der ganze Bereich hier innen hat gehalten. Aber es sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Also ich finde es sehr, sehr ansprechend. Mir gefallen die Dinos eh gut. Vorangi hat ja schon jetzt ein paar mit auf den Markt gebracht, die optisch, sage ich mal, sehr, sehr, sehr schick sind, auch sich schön bauen lassen. In klein und in groß. Wir haben eine Dinosaurier-Playlist, die verlinken wir mal. Da könnt ihr sie euch alle anschauen. Eine Sache will ich nicht unerwähnt lassen. Es gibt bei dem Set so, weiß nicht, 5 oder 6 Stellen teilweise, wo du so eine runde Stange in so eine Technikaufnahme reinstecken musst oder hier hinten mal bei diesen hängenden Zehen bei diesen Knochen fortsetzen. Da reicht die Klemmkraft manchmal nicht ganz aus. Ich habe mir beispielsweise, hier kann man es vielleicht sehen, ein winziges Stück von einem Taschentuch dazwischen gesteckt und dann hat die Klemmkraft gereicht. Das will ich nicht verschweigen. Das ist hier mal an 1, 2 Stellen und das ist hier, glaube ich, auch vielleicht mal bei hier unten, ja genau, hier, wo diese großen Rippen in diese Technik Verbinder reingesteckt werden. Da hast du ja was Rundes, muss in diese Achsaufnahme rein. Das kann halten, bei einigen hält es sehr gut. Bei anderen reicht hier die Klemmkraft nicht. Ja. Das ist so, da reicht ja eine winzige Ungenauigkeit bei dem Teil. Ja, und schon hält es entweder zu gut oder gar nicht. Ne? Genau. Ich habe nichts geklebt. Klebstoff kommt bei mir nicht an Noppensteine dran, aber ich habe dann halt einfach mal ein Stückchen von einem Tuch dazu genommen. Ja, er sieht auch einfach klasse aus. Diese Schädel liebe ich. Die Bauart von den Zähnen, wie die da einfach rauskommen, ne? Mit den der seitlichen Bauweise, sieht einfach richtig stark aus, wie ein Formteil, als ob das so fertig wäre. Aber das ist ja alles gebaut. Das sind ja die ganzen kleinen Zähnchen, die da nach oben gebaut werden und gesetzt werden. Es sind auch wirklich einige tolle Teile dabei. Unter anderem auch solche 1x1. Die haben auch gleich das Stück Taschentuch dabei. 1x1 Baurichtungsumkehrer. Okay. Ne? Jetzt haben wir da oben ist eine Noppe. An der anderen Seite auch, einmal mit Loch und einmal ohne. Und die Noppe mit Loch brauchst du, weil da dieser Zahn reinkommt. Und gerade dieser Zahn braucht beispielsweise auch ein kleines Stückchen Taschentuch, sonst möchte er nicht halten. So. Aber das hat seinen Job erfüllt und erhält. Jawohl. Und mit das Beste an dem Set verbirgt sich in der Setcard. Sag an. Der Tyrannosaurus Rex, das Fossil von Forange, 1572 Teile für 44,95. Das ist ein Kracher. Der ist nämlich 66 cm lang, 16 cm breit, 26 cm hoch. Ich fand, guter Durchschnitt im Bau. Hier schon ein bisschen komplizierter an anderen Stellen. Das ist super filigran. Du hast da so viele kleine Teile mit verbaut, die ganzen Zähne. Das muss alles ausgerichtet sein, allein vom den Rippenbögen, bis man die gerade gemacht hat, nicht so wie du hier. Das dauert ja auch seine Minute, 2, 3 Minuten. Guck mal, oder ich reiß so einfach die Beine, Ärmchen ab. Ja, passt. Man darf keine Angst davor haben, dass man spiegelsymmetrisch links und rechts immer das Gleiche baut. Das ist bei so einem Set so. Und man darf auch keine Angst vor Dinosauriern haben, weil es sieht echt gut aus. Sonst ist das Set auch nicht so perfekt. Das hier ist natürlich ein Print. Keine Sticker mit dabei. Alles super. Und was man auch noch erwähnen sollte, schwarze Pins. Oh, stimmt. Das Ganze hätte mit blauen und beigen und roten und so Pins und Achsen gleich nochmal ein bisschen bunter ausgesehen. 3 Farben machen wir noch blau dazu, blaue Pins. Ja, allein aber das Grau fällt ja schon auf mit der Platte vorne dran. Ansonsten hast du ja nur schwarz und tan mit verbaut.
da hätten sich noch was Transparentes, aber das. Ja, das Transparente hier, das wird, ja, das ist hier ein bisschen, oh, warte. Das ist hier dieses, genau, das hält diese Knochen hier zusammen. Das ist ein bisschen filigran, funktioniert aber. Ich zeig euch mal den Poppes vom T-Rex, damit ihr das auch seht. Der Poppes, genau. Hier hinten ist da noch Transclear-Steinchen mit eingebaut. Richtig. Und dass es diesen T-Rex in dieser Farbe gibt, liegt an mir. Liegt an dir? Der wurde uns angeboten. So. Ist nicht dein Ernst? Doch. Was ist mit dem passiert? Ich meine, ich habe prinzipiell gegen die Regenbogenfarben und das, was es aussagt, überhaupt nichts. Ich habe mir aber gedacht, Mensch, das ist so ein schönes Modell. Ich hätte den gerne in den klassischen Knochenfarben. Ja. Und dann haben wir gesagt, hier können wir den nicht auch in der Farbe haben. Und dann haben wir gesagt, so und so viel wollen wir haben. Und dann sagten die, ja. Jetzt geht's auf einmal. Und jetzt haben wir den in... Die haben den in Regenbogenfarben rausgebracht? Warum denn? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ist halt auch ein Statement. Und finde ich auch, das Statement an sich finde ich gut. Aber jetzt halt vielleicht nicht unbedingt für einen T-Rex. Also hier oben sehen wir auch die ganzen anderen Modelle, die wir ja auch haben. Und jetzt haben wir ihn halt auch, jetzt haben wir auch das T-Rex-Fossil. Ja. Also ich finde die Farbauswahl in den Tern wirklich mega gut. Den roten hier haben wir nicht, aber die anderen haben wir. Ja, den roten habe ich auch noch nicht gesehen, stimmt. Jawohl. Wenn es schon einen roten T-Rex gibt, dann kann man auch eine Regenbogenfarbe machen. Ja, genau. Du hast da noch einen stehen. Wenn wir schon bei farbigen Dinosauriern sind, ja, dann kommen wir doch noch mal zum Mosasaurier. Genau. Mosasaurus. Mega lang. Mega lang. 60 Zentimeter? Ja, der war, glaube ich, sogar bei 75. Aber die beiden so nebeneinander geben sich jetzt nicht viel. Ich glaube, erst von Panlos hatte ich auch viel Spaß beim Bauen. Es sind auch ein paar coole Teile dabei, Teile, die es sonst auch nicht so gibt. Käseecken mit Noppe drauf. Und so beeindruckend. Also wirklich, die Dinos großartig. Und ich bin auch gerade selbst ein bisschen im Dino-Fieber und spiel zu Hause ein Spiel, wo du da so einen Park baust und da selbst Dinos unterbringst. Und genau auf den arbeite ich gerade hin. Deswegen spricht er mich auch besonders an, weil der fehlt mir noch in meiner Sammlung. Vielleicht borge ich ihn mir mal aus, dass ich ihn zumindest schon mal vorübergehend zu Hause habe. Ja. Mir geht's ähnlich. Ich spiele zu Hause gerade ein Spiel, bei dem ich auch gegen so dinoartige Wesen kämpfe. Allerdings sind die bei mir aus Metall in so einer postapokalyptischen Welt. Guck mal, bevor du fertig geredet hast, habe ich ihn wieder repariert. Super. Puh, das ging nochmal gut. Ja, dann, bevor er noch weiter dran rumfingert, war es das für heute aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's mehr. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Meine hat ein viel größeres Maul. Ja, also deiner ist, also ich meine, wie sowas ausgehen kann, hat man ja auch in mindestens einem Hollywood-Film schon gesehen. Meiner gewinnt. Da gewinnt dann, glaube ich, deiner, ja. Kommt auf die Umgebung an, aber im Wasser dürfte der hier leicht überlegen sein. Das ein bisschen, ja. Allein Brustschwimmen sieht bei ihm schon lächerlich aus. Ne? Ich meine, hier sieht es momentan noch mit der Muskelmasse so ein bisschen knapp aus. Ne? Ist auch nicht so lecker, ist da kaum noch was dran. Ja. Mega stark. Cool. Vielen Dank.